Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, in der letzten Folge haben wir uns darum bemüht, einen Durchsuchungsbefehl zu erhalten. Den haben wir auch bekommen und ich bin gerade am Überlegen, ob wir da noch irgendetwas machen mussten. Also hier steht nur, durchsuchen Sie das Clubhaus. Ich glaube, wir hatten jetzt so keine Dokumente. Nee, das war nur noch die Sache mit den Maya. Keine Dokumente mehr, wo wir noch irgendwie was nachgucken mussten, soweit ich weiß. Rekonstruktion. Nö. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir direkt ins Clubhaus rein. So. Ich glaube, mit dem können wir wahrscheinlich Kann nicht ich mehr... helfen, Mr. Holmes? Nee, mit dem können wir nichts Neues machen. Was sind das jetzt hier alles für Leute? Kann ich mit euch reden? Haben die das Clubhaus jetzt wieder eröffnet? Charles, ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Ja, es sind die Leute, wo ich gedacht hatte, aber wieso hat der den Club jetzt wieder eröffnet? Naja, egal. Wir müssen wahrscheinlich mit ihm dann sprechen und ihm den Durchsuchungsbefehl zeigen, nehme ich mal an. Sir Charles, ich habe einen Durchsuchungsbefehl und möchte einen Blick in das Clubhaus werfen. Gut. Hier, der Schlüssel. Aber ich protestiere. Ja, nur das wird dir nicht helfen, wenn du protestierst. So, Tab, was haben wir denn hier jetzt? Den Schlüssel, der Schlüssel... Ja, toll, das hätte ich jetzt auch so sagen können, ohne da reinzugucken. Gut. Greystoke soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Warum sagt die Polizei nichts? Wir haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Wir auch, Leute, wir auch. Warum bleibst du stehen? Wird's weiterlaufen? So, dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Sieht, ja, ziemlich altertümlich aus, aber gemütlich. So ein riesen Globus finde ich ja total cool. Ich habe die auch öfter mal so in Spielen und so gesehen, dass man die öffnen kann und da Alkohol drin versteckt war. Das fand ich auch ganz lustig. Dieser Metallglobus ist beeindruckend. Ne? Finde ich auch. Kann man hier irgendwas drehen? Moment. Ach so. Nee, genau andersrum. Ja, ich bin auch doof. Okay, gehen wir hier erstmal raus. Diese Antiquitäten sehen wertvoll aus. Das ist wohl ein Teil einer Statue aus Guatemala. Aus massivem Gold. Das ist ein Vermögen wert. Okay. Mehr kann man da jetzt aber wahrscheinlich nicht machen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Dieses Stück wurde sauber und gekonnt abgesägt. Deswegen muss ich mich da gerade selber wieder so ein bisschen zurechtfinden, weil wir nämlich aktuell noch an einem anderen Projekt sitzen. Und zwar ist das Beyond Two Souls als Mehrspielerprojekt. Und ja, da kommt man irgendwie total raus, weil die Steuerung natürlich bei allen Spielen anders ist. Du solltest das eigentlich lesen, aber ist okay. Hä? Okay, ich habe drauf gedrückt und dann hat er mich rausgeworfen. Ja. Anscheinend hat er Lust gehabt, da mal drauf zu hauen. Okay, was haben wir denn hier? Ein Schiffchen. Alles uninteressanter Kram, aber auch so Maya-technisch sind auch ein paar Sachen. Was ist denn hiermit? Das können wir uns nicht vernünftig an... Ah ne, das war die Glocke. Das können wir uns aber nicht nochmal näher angucken oder so, ne? Okay, was haben wir denn hier? Die Sammlung des verstorbenen Mr. Robert. Interessant. Alle Besitzer dieser Sammlungen sind verstorben. Mhm. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Sutherland. Okay. Nein, du sollst es lesen. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Smith. Okay, das war jetzt nicht viel, was wir da jetzt rauskriegen. Sollen wir uns die jetzt alle einzelne mal angucken? Das ist wahrscheinlich... Die Sammlung des verstorbenen Mr. Blinkhorn. Es bringt uns jetzt eh nichts weiter, wir machen es trotzdem mal.
Die Sammlung des verstorbenen Mr. Bromsby. Okay. Hier haben sie anscheinend extra zugebaut, dass man da nicht rum darf. Darf ich hier den nächsten Zug machen? Ah ne, ich glaube, der König ist schon gefallen, so wie es aussieht. So, was haben wir hier? Ah, Sir Charles war einst Hauptmann der Armee. Sehr geehrter Sir Charles, hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass wir eine weitere Tranche auf das Konto Ihres Clubs überwiesen haben. Allerdings wurden aufgrund früherer Verzüge die Zahlungsperiode auf einen Monat und die Kreditsumme auf 1.000 Pfund, glaube ich, sind das, reduziert. Falls Sie weitere Informationen über Ihr Konto benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Direktor unserer Bank. Mr. Black, Buchhalter bei der Lloyds Bank. Okay, also der scheint da, ja, Geldprobleme zu haben. März 1881, Juwelier Ness und Söhne. Sir Charles Gillingham, wir bestätigen den Erhalt Ihres Verkaufsgegenstandes. Ein 458 Gramm schwerer Teil einer Massivgoldstatue aus Guatemala. Wir erklären uns damit einverstanden, diesen Gegenstand zu erwerben. Der fällige Betrag wird innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung dieses Briefes gezahlt werden. Obwohl diese Transaktion vollkommen legal ist, versichern wir Ihnen, dass die gesamte Angelegenheit vertraulich behandelt wird. Mhm. Offensichtlich, ich meine, das war ja logisch, möchte er auch nicht, dass andere davon wissen. Der 50. Geburtstag von Lord Stevenson. Okay. Charles Gillingham hat eine große Familie. Gillingham, ich habe es hier schon vor allen gesagt. Sie dürfen den Kalender nicht weggeben. Ich will ihn untersuchen. Wir müssen noch vor der Preisverleihung darüber reden. Ich habe die andere Person bereits über diese Sache in Kenntnis gesetzt. Zacharias Greystoke. Okay. Eine Nachricht an Sir Charles von Zacharias Greystoke, dem Opfer. Interessant, interessant. Für Mr. Oliver, Geschäftsführer von Royal Parties, zwecks Organisation der Feierlichkeiten im Zuge der Preisverleihung unseres Bowl Clubs. Die Bestellungen für die Abendveranstaltung, 20 Kisten Champagner, Restaurantabendessen für 40 Personen, musikalisches Ensemble für die Unterhaltung, 30 Blumenarrangements als Tischdekoration, Einladungskarten für die Gäste. Ich weiß, dass es recht kostspielig wird, aber bitte gewähren Sie mir eine vertretbare Frist, nach der die Zahlung erfolgen soll. Wie wir das ja bereits beim letzten Großauftrag gemacht haben. Vielen Dank im Voraus. Okay. Also er hat das Geld anscheinend für die Party hier gebraucht, ne? An Sir Giles Gillingham von Brittany Lovelace, leitende Buchhalterin bei der Lloyds Bank. Sehr geehrter Sir Charles, unseren Unterlagen zufolge sind Sie erneut in Verzug mit der Zahlung Ihrer Kreditkartenraten an uns. Und das zum vierten Mal. Jede Zahlungsverzögerung führt zu einer Strafgebühr von 7 Pfund oder so pro 10, keine Ahnung. Nach eingehender Beratung stimmen wir Ihren Vorschlag zu, einen Teil der Sammlung Ihres Clubs in Zahlung zu nehmen. Die Objekte werden in einer privaten Auktion versteigert und der gesamte Erlös wird mit Ihrem Kredit aufgerechnet. Okay. Interessant. Der Club kann offensichtlich seine Bankschulden nicht zurückzahlen. Ja, soweit war ich eben auch schon. War denn hier noch irgendwas, was wir uns angucken können? Da können wir gar nicht hinter, ne? Hm. Kann jetzt natürlich sein, dass wir ihn jetzt darauf ansprechen müssen.
Aber ich gucke trotzdem vorsichtshalber nochmal, ob wir hier irgendwas übersehen haben mit unserer... Also beziehungsweise ohne unsere Detektivsicht, aber anscheinend nicht. Ich versuche mal, ob ich den Typen darauf ansprechen kann, wegen der Schulden. So, die Anwesenheit des Opfers. Erstmal die Clubsammlung. Eine feine Sammlung, jedoch mit einer verstörenden Gemeinsamkeit. Oh, alle Stücke stammen von unseren Mitgliedern. Was war das jetzt? Durchsuchungsbefehl. Schlüssel für Clubhaus. Ach so, damit ich antworten kann, oder was? Oh, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Aber nur von verstorbenen Mitgliedern. Auch von Mr. Greystoke. Ja. Aber es ist eine Clubvorschrift, dass alle unsere Mitglieder ihre Sammlungen im traurigen Falle ihres Ablebens uns vermachen. Okay. Sir Charles, Sie sagten, dass Sie nicht wüssten, warum Mr. Greystoke zu solch später Stunde hier war. Genau, ich habe keine Ahnung. Telegramm. Aber Mr. Greystoke hat Ihnen geschrieben, dass er zusammen mit einer weiteren Person vorbeikommen würde. Ah, nun ja, das stimmt. Er hatte sehr viel Aufhebens um den Maya-Kalender gemacht. Daher wollte er mich vor der Siegerehrung sehen. Aber ich weiß nicht, was er genau wollte oder wer diese weitere Person ist, von der er sprach. Okay, schauen wir uns mal ein Büchlein um. Also Telegramm, er hat ein Telegramm von Greystoke erhalten, dass der sich die Statue angucken wollte, die Goldstatue. Beide besitzen jeweils einen Teil der Goldstatue. Offenbar müssen alle Clubmitglieder ihre Sammlung nach dem Tod im Club vermachen. Ja, das haben wir ja alle schon rausgefunden. Ich dachte, dass wir jetzt hier noch irgendwie einen Tipp kriegen oder so. Da steht aber immer noch, durchsuchen Sie das Clubhaus. Ein Mord. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Hm. Kann man aber auch nicht irgendwie woanders noch reingehen oder so, ne? Kann ich mit denen vielleicht noch reden? Nee, ne? Oh, wie schrecklich. Ob der Club jetzt geschlossen wird? Es wäre vielleicht besser. Ach, ja, genau, die Fotos habe ich doch am Anfang gesehen. Zacharias Greystoke. Ja, und nu? Expedition, ist ja alles schön und gut. Habe ich irgendwas übersehen? Hm. Aber das Zacharias ist doch... Greystoke. Ja, das ist doch grün. Kann ich auch nichts machen. Hm. Also das mit den Fotos, genau, das war nämlich das, wo ich eben reingegangen bin, wo ich mir noch gedacht habe, okay, da muss ich noch was machen. Aber keine Ahnung, warum der mir das eben nicht mehr angezeigt hat. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was Neues ist, wo ich da mit ihm drüber reden kann, aber ehrlich gesagt, sonst wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich jetzt hier machen sollte. Ein Mord. In meinem Club. Okay. Da geht er hin, unser guter Ruf. Hm. Mit den Leuten kann ich jetzt auch nicht mehr reden. Also da kann mir jetzt auch keiner weiterhelfen oder so. Aber wo ist die Statue? Ist sie etwa verschwunden? Ein abscheuliches Verbrechen. Tja. Ich würde ja gerne mal oben irgendwie in die anderen Räume reingehen, aber ich kann halt nur... Ja gut,
es ist das Clubhaus. Vielleicht habe ich nur einen Durchsuchungsbefehl fürs Clubhaus, aber nicht für die anderen Räume. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber... ja. Ich kann ja jetzt hier auch nichts anderes mehr machen. Ich meine, das hier ist ja jetzt alles grün, wo ich nachgeguckt habe. Aber das ist irgendwie noch nicht... Einige Teile fehlen. Okay. Einige Teile fehlen. Jetzt ist der grün. Ich verstehe auch nicht, was das mit den Gongen. Vielleicht muss man das danach noch irgendwie machen. Aber wo sollen wir die Teile denn herkriegen? Kann ich da jetzt mit ihm drüber sprechen? Denke ich mal nicht, oder? Das ist aber grün, sobald ich hier reingehe. Warum ist das denn nicht grün, wenn ich davor stehe? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Aber hier hat er schon alles gemacht. Denk mal, wenn ich jetzt nochmal mit dem spreche und den auf die Teile anspreche, wird er mir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen können. Mord. In meinem Club. Ja, da ja. Geht er hin, unser guter Ruf. Das ist nervig. Da denkt man, okay, da man jetzt irgendwas gefunden hat, kann man mit dem nochmal reden. Aber ist natürlich nicht so. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Wenn wir jetzt hier auch nicht überall hinkommen. Irgendwie finde ich es komisch, dass man das nicht grün hat. Aber wenn man hier drauf geht, ist es halt grün. Das heißt, für mich persönlich irgendwas anderes müsste hier normalerweise noch sein. Aber ich sehe hier nichts anderes. Und ich habe es ja auch schon versucht mit der Detektivsicht. Da sehe ich hier trotzdem nichts anderes, egal wo ich dann drauf gehe. Und das ist alles so ein bisschen seltsam irgendwie, finde ich. Auch die Teile, ich meine, ich sehe jetzt hier auch nichts, dass hier vielleicht irgendwo die Teile rumfliegen könnten oder so. Das haben wir uns ja alles angeguckt hier. Können wir dann noch irgendwas, die Spezialsicht oder so, können wir auch nichts angucken, ne? Ja, da sagt er nur, einige Teile fehlen. Ich halte mich jetzt vielleicht auch zu sehr daran auf, dass einige Teile fehlen. Das kann natürlich auch sein. Das sind sogar drei Teile. Sehe ich gerade. Ja, okay, ich komme aber nicht dazu, dass ich das weiter drehen kann. Okay. Ja, es fehlen drei Teile. Das C hier vom Pazifik, das C vom Pazifik, genau. Vor allen Dingen fehlen da noch weitere Buchstaben. Aber egal, also die Buchstaben fehlen auf jeden Fall noch. Dann, zwei Teile von der Landkarte hier fehlen noch. Es sind Platten, genau. Es sind, das ist was anderes da oben, ich dachte gerade schon. Es sind halt platte Gegenstände. Was ich halt komisch finde, dass ich da immer noch irgendwie... Okay, aber in der Detektivsicht kommt auch nichts. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment keine Ahnung, was es jetzt sein könnte. Was ein bisschen... Mein Schatten fällt ja aber irgendwie seltsam, oder? Was ein bisschen blöd ist, dass meine Zeit des Aufnehmens, also sprich für diese Folge, so langsam aber sicher zu Ende geht. Ich schaue jetzt hier nochmal, ob ich hier irgendwas vielleicht verpasst habe, aber... Ja, ich denke mal nicht. Tja. Ich muss mal gucken. Entweder werde ich das weiterlaufen lassen und euch dann hinzuholen.
wenn mir doch noch mal irgendwas anderes auffällt, dass ich hier noch mal wie blöde die ganze Zeit rumlaufe. Oder, ja, vielleicht fällt mir auch relativ früh was auf, wobei ich das jetzt eher nicht glaube. Dann müsste ich das nicht rausschneiden. Ja, auf jeden Fall, im Moment bin ich etwas ratlos, wie gesagt. Also ich habe jetzt schon einige Sachen gefunden und rausgefunden, aber stehe jetzt entweder auf dem Schlauch oder ja, weiß halt auch nicht so genau, was jetzt Sache ist. Was wir noch machen könnten vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen, dass wir noch mal nach Hause fahren und nach ein paar Sachen recherchieren. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, wir haben jetzt ja auch keinen neuen Ort bekommen. Ne? Wir haben nur Scotland Yard, Baker Street. Ja gut, nach Scotland Yard könnten wir auch, weil wir hier, denke ich mal, alles durchsucht haben, dass wir noch mal zurück nach Scotland Yard fahren und da einfach mal gucken, ob wir da mit irgendjemandem sprechen können. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke mal, das wäre das Sinnvollste. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass da immer noch steht, durchsuchen Sie das Clubhaus. So als ob wir hier noch irgendwas nicht gefunden hätten oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Sollte ich hier nichts mehr finden, wie gesagt, gehe ich mal nach Scotland Yard nochmal zurück. Eventuell könnte ich auch noch mal nach Hause irgendwie gucken, ob ich irgendwas recherchieren kann oder so. Weil ich da jetzt nicht wüsste, was ich da jetzt noch recherchieren sollte, aber ja, das sind jetzt so die einzigen Möglichkeiten, die mir jetzt noch einfallen. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.